Und ich grüße euch zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Im letzten Part sind wir ja in die Arcade-Bewegung gelangt und haben gegen diesen Typen hier duelliert. Jetzt haben wir einen neuen Auftrag bekommen und zwar müssen wir den Fortune Cup ausspionieren, sag ich mal. Wir gehen zum Turnier, zur Turnierhalle des Fortune Cups. Bist du bereit? Ja. Die Turnierhalle ist das Duellstadion. Auf geht's. Let's go. Wir nehmen eigentlich nicht an dem Turnier teil, deshalb können wir nicht von vornherein. Da müssen wir irgendeinen Hintereingang finden oder so. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, vielleicht hier oben oder hier. Gut, dass ich eine Maus hier habe, da kann ich euch immer zeigen, was mein Plan ist. Okay. Ah, der Typ ist auch da, der Okita heißt der, glaube ich, ne? Ha, Kevin hat dazu gelernt. Boah, hier ist eine Bank. Das ist so interessant, eine Bank. Ich will mich da hinsetzen. Warum kann ich mich nicht hinsetzen? Billigspiel, man kann sich da mal Bänke hinsetzen. Naja, gut. Kann ich alles haben, ne? Okay, gehen wir da lang mal und schauen nach. Was steht da? Zahnhiefer. Muppen. Mich wundert es, dass die Schrift... Dinge, dass die Schrift nicht in Japanisch... Japanisch ist. Weil das ist ja ein japanisches Spiel, soweit ich weiß. Kann mich aber auch irren. Aber mich wundert es echt, dass hier keine japanischen Schriftdinger sind und so. Hier ist wieder dasselbe. Mann, die machen ganz schön viel Werbung hier in der Umgebung. Anscheinend nur der einzige... Ja, Monopolcharakter haben die hier. Monopolcharakter. So, wo geht's denn hier eigentlich lang? Können wir hier lang? Ist das möglich? Solltest erst einmal nach der Straße zum Stadion suchen. Nee, ich will nicht. Ich will erstmal die Gegend hier erkunden. Schadet ja auch nicht, ne? Ein bisschen die Landschaft erstmal anschauen, bevor wir uns ins Eingemachte wagen. Du solltest erst einmal... Das hatten wir gerade. Das muss ich nicht doch mal vorlesen. Jetzt gehe ich genau andersrum. Rein aus Prinzip, um das Spiel zu trollen. Genau. Und hier ist ein Mülleimer. Finden wir da eine Karte oder sowas? Durch die Selbstreinigungsfunktion ist dieses Ding innen und außen sauber. Tolle Hightech. Was ist das? Da ist etwas unter der Mülltonne. Du hast Sternchip erhalten. Ja, ihr seht, es lohnt sich, die ganzen Sachen anzuschauen, auch wenn es nicht den Anschein danach hat. Ja. Und hier ist wieder dieselbe Werbung für eine Firma, den Namen ich gerade nicht lesen kann, weil hier abgeschnitten ist und so. Hier ist ein Tor, da kommen wir nicht durch, aber hier geht es später zu den Turbo-Duellen. Und hier ist eine weitere Bank und vielleicht finden wir eine weitere, einen weiteren Sternchip oder vielleicht sogar eine Karte. Nein. Starmann. Okay, hallo Starmann und Union. Da ist ein Mülleimer. Ich will mir den noch... Habe ich den schon angeschaut? Wahrscheinlich ja. Ich schaue mir ja fast alles an jetzt gerade. Den habe ich bestimmt schon angeschaut, aber es kann nicht schaden, den ein weiteres Mal zu studieren. Ja, den hatten wir schon, ganz wie ich es vermutet habe. Okay, dann gehen wir mal in Richtung Stadion. Bei mir leckt es komischerweise. Fällt mir jetzt so auf. Es hängt ein bisschen hinterher. Ja, egal. Da kann man vielleicht ein paar Anwendungen schließen als Mittel, aber das mache ich jetzt nicht im Let's Play. Ich habe das außerdem eh schon vorher vorbereitet. Da ist nichts in der Mülltonne. Die Müllabfuhr von New Domino leistet wohl gute Arbeit. Ja, viel zu viel gute Arbeit. Die schönen Karten sind jetzt auf der Deponie, obwohl sie mir hätten gehören können. Naja. Da ist nichts in der Mülltonne. Die Müllabfuhr, ja komm, wir wissen, dass die Müllabfuhr eine gute Arbeit leistet. Die werden so hoch bezahlt, vermute ich mal. Ich gebe nicht auf, ich finde schon noch irgendwas. Oder vielleicht auch nicht. Ach was, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein weißer Spruch, von wo ich den her habe, kann ich nicht sagen. Das sagen ja viele Leute. Aber von wo kommt dieser Spruch eigentlich ursprünglich her? Gandhi vielleicht? Ich weiß auch nicht. Adolf Hitler vielleicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt, wo er noch in seinem Bunker war? Egal. Da ist nichts in der Mülltonne. Ja, warum lese ich es nochmal vor, wenn wir doch wissen, was da steht? Okay, hier ist das Stadion. Hier waren wir auch schon im letzten Spiel im 2009er. Ich durchsuche alles ab. Das verlangt dieses Spiel von mir, damit ich die Spielzeit noch künstlich in die Länge ziehen kann. Dies ist das Stadion für den Fortune Cup. Tut mir leid, nur Teilnehmer dürfen hier weiter. Ich duelliere mich gegen dich, dann darf ich vorbei. Horihara.
Kurihara. Kurihara. Oh Gott, dieser Name. Diese japanischen Namen. Ich komme nicht damit klar. Ich muss Japanisch lernen. Okay. Hä, wo seid ihr? Wir sind zu einem Saufen gegangen. Na warte. Den werde ich jetzt Beine machen. Ja, ah, da seid ihr ja. Und seid ihr noch ganz betrunken jetzt? Oder seid ihr noch nüchtern? Ich glaube, wir können hier nicht rein. Ich glaube, wir können von anders rein. Oder ich glaube, von hier aus können wir rein. Los, kommt. Hier da durch oder? Ich verstehe es nicht. Wie passen auf, dass keiner kommt. Du gehst zuerst rein. Also diese Grammatik, wie passen auf. Da fehlt doch ein... Das E muss durch ein R ersetzt werden, dann passt es wieder. Aber wie passen auf, Komma, dass keiner kommt. Das wäre schon ein Ausdrucksfehler. Okay. Wir kommen gleich hinterher. Wir treffen uns mit dir im Wartesaal. Wortwiederholung, zweimal wir. Einen Fehlerpunkt, egal. Oh Gott, nein! Nicht sowas! Ich hab das schon immer gehasst. Container, bitte nicht! Oh nee, okay. Wir müssen die jetzt verschieben, die Container. Und das ist teilweise bei manchen Stellen richtig ätzend. Aber da muss ich jetzt leider durch. Aber es, ja, man muss sagen, es ist nicht alles in dem Spiel so, wie man es gerne hätte. Es war auch im letzten Teil so und es ist hier auch noch so. Im 2011er gibt es solche Stellen zum Glück nicht mehr. Dafür allerdings nervt einen das Spiel mit einer zu langen Wartezeit bei den Zügen der Gegner. Ich mache das einfach so auf gut Glück jetzt und versuche irgendwie so unsystematisch, was auch total, meistens total auch gut funktioniert und so. aber. Hä? Jetzt, aber. Ich will diese Kiste hier anwählen. Genau da! Nein, nicht die obere! Genau da! Genau so! Okay, ich sollte vielleicht meine Tastatur mehr benutzen. Habe ich verkackt? Ich glaube schon. Ja, ich habe verkackt. Oder geht's hier weiter? Nein. Sieht nur so aus, weil hier so dunkel ist. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, weil der Janka wieder mal Blödsinn gemacht hat. Oh nee, jetzt muss ich den Blonde ansprechen. Ist das vielleicht eine Qual? Okay, nochmal. Wo ist er da eigentlich jetzt rein? In irgendeine Hintergasse? Ich meine, da war ein fetter Zaun, da kommt man nicht so leicht drüber. Und wenn doch, dann müsste man auch locker durch über die Kisten da kommen. Ich meine, das ist gerade mal so Kopfhöhe, die ganzen Kisten. Da kann man locker hochklettern. Hier so, da Arm hoch, dann hier das erste Bein und dann ist man oben. Dann muss man hier nicht dieses Rätsel machen, so wie ich jetzt. Naja. Also gut, okay, ich werde hier wahrscheinlich wieder fällen. Ich kann hell sehen. Ja, ich komme aus der Zukunft. Ich bin in die Vergangenheit gereist, um euch zu sagen, dass ich verkacken werde. Ich glaube, so habe ich es auch gerade eben gemacht, oder? So. Mann, die Musik macht mich total hektisch. Da könnte man meinen, da gäbe es ein Zeitlimit. Oh Gott, Zeitlimit! Nein, 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 nein! Konami, denke jetzt bloß nicht an Zeitlimit! Nein, 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 vergesst es! Ihr baut hier kein Zeitlimit ein! Und ich habe verkackt, ganz wie ich es gesagt habe. Also gut, dann nochmal. Super. Das fängt ja schon mal super an. Das erste Rätsel und zweimal schon gefällt. Obwohl es wahrscheinlich ein total leichtes Rätsel ist. Okay, probieren wir es nochmal. Ist ja nicht so schwer. Zweimal versagt. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Verdammt. Ich glaube, ich hab's. Bin mir aber nicht sicher. Kann aber auch so sein, dass ich es so schon gemacht habe. So. Das funktioniert nie. So. Dann so. Ja, das hat keinen Sinn. Ich komme da nicht hin. Ne, ich habe schon wieder. Ich glaube, ich habe schon wieder versagt. So. So. Ja, ich habe schon wieder versagt. Ey, das gibt's nicht. Ich weiß, ich bin schlecht. Das Einzige, was ich kann, gut kann in dem Spiel, ist mit Karten zu spielen. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Oh Gott. Ich komme nicht mehr zurück. Was habe ich getan? Ich bin gefangen. Okay, das war's. Okay, das war's von mir, vom Let's Play Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nein, natürlich nicht. Zum Glück gibt es hier so eine schöne Taste. Ja, genau. Das ist die Idiotentaste für Idioten, die sich einbarrikadieren, so wie ich.
Okay. Also gut. Das kann doch nicht so schwer sein. Streng deine grauen Zellen ein. Ich wette, wenn ich das hab und mir das Video nochmal anschaue, werde ich mir einen Facepalm geben, weil es so leicht sein wird. Nein, ich mach's das hier nicht wieder nochmal wie gerade eben. Ich mach's das komplett anders. So zum Beispiel. Damit rechnet niemand. Oder vielleicht doch. Ich weiß auch nicht. Dann so, dann so. So, so. Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Muss ich mich dazu äußern? Ich glaube schon, ne? Verdammt. Ey, das wird langsam nicht mehr feierbar. Das erste Rätsel. Und ich ziehe schon den kürzeren. Und nein, ich komme nicht aus einer Sonderschule. Ich komme aus einer Hauptschule. Ha. Da habt ihr noch ein bisschen Funke Hoffnung bei mir. Hoffe ich zumindest. Okay. Denk nach. Streng dein Hauptschülerhirn ein, dann kommst du drauf. Und diese Musik macht mich ganz hektisch. Dam, da, 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 dam, dam, dam. Okay, vielleicht den hier nach unten. Ich glaube, das muss schon ein richtiger Ansatz sein. Dann. Der hier weg. Dann der nach unten. Dann. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt, aber ich probiere es nochmal. Zack. Ah, da geht ja. Ah, jetzt. Ah, okay. Ich habe da nicht gesehen, dass hier eine Lücke ist. Okay. Gut, Rätsel gelöst. Wie viele Minuten? 11 Minuten vergangen. Okay. Super. Noch kein Duell. Und wo sind wir jetzt? Dies ist der Vordereingang. Du musst zum Wartesaal gelangen. Ach Mensch. Warum? Ich will mir die Landschaft noch anschauen. Hier war früher, glaube ich, ein Duellladen. Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht verwechsel ich es auch mit dem... Hey, ein Speicherpunkt! Vielleicht verwechsel ich das auch mit dem 2011er. Da ist nämlich hier auch ein... Oh, nein, ich will nicht zweimal speichern. Nein, 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 nein. Maus sagt nein. Gut. Ah ja, da kommen wir her, genau. Soweit kann mein Hauptschülerhirn noch denken. Okay, gehen wir da rein. So, hier geht's zum Stadion rein. Genau da. Kennen wir noch, falls ihr das letzte Let's Play gesehen habt, das 2009er. Dies ist der Weg zum Duellfeld. Du musst den Wartesaal finden. Dui! Ja, viermal. Einmal für jedes Mal, wo ich gefailt habe, musst du es mir nochmal sagen. Weil das Spiel glaubt, ich bin dämlich. Okay, eine Pflanze. Was ist denn das für eine Gattung? Gattung? Sagt man Gattung zu Pflanze? Was sagt man da? Spezies? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin kein Biologe. Seiya sagte, ich müsste nicht mehr nachdenken. Er würde mir alles sagen, was ich wissen müsste. Nein, Akisa. Du musst für dich selbst denken. Nein, das soll Seiya für mich tun. So ist es einfacher. Lauf nicht davon weg. Ich weiß, dass du noch dein wahres Selbst fühlen kannst. Ich habe keine andere Wahl. Doch, die hast du. Du kannst dich selbst retten. Höre meine Worte. Durch dieses Duell. Ein neuer Stern erstrahlt am Himmel. Synchrobeschwörung. Fliege los, Sternstaubdrache. Los, kosmische Flamme. Von einem Monster, das nicht gezeigt wird. Was für ein fantastisches Ende! Nach diesem letzten Angriff liegen Akisas Lifepoints bei Null! Yusei Fudo geht als Sieger aus diesem epischen Kampf hervor! Er ist unser Champion! Ha! Ich hatte noch den Jubelgeschrei. Du hast zu Ende, oder? So. Aber wichtig ist, verdammt, ich hab ja im letzten Part so einen Akzent für ihn gesprochen, irgend so was Assiges. Aber wichtig ist, wo Kita hingelaufen ist. Er braucht ja ewig. Da bist du ja. Verzeiht meine Verspätung. Aber ich habe Neuigkeiten. Akisa Insinski hat soeben verloren. Was? Warum willst du nicht, damit der Plan funktioniert? Was jetzt? Ich schätze, wir gehen einfach nach Hause und vergessen das Ganze. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Aber warum sehen wir uns nicht ein wenig um, bevor wir uns auf den Weg machen?
Ja. Da. Gut gemacht, Akisa. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Aber ich... Gehen wir. Du musst dich jetzt ausruhen. Für alle, der Plan ist aufgeschoben. Wir gehen nach Hause. Akisa, Insinski, bleib sofort stehen. Was? Direktor Goodwin würde sich gerne mit dir unterhalten, meine Liebe. Als ob mich das interessieren würde. Wir sind wohl auf Streit aus, wie? Nun, da muss ich wohl Gewalt anwenden. Oh, schickte seine zwei Lakaien in den Kampf, sag ich mal. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Kümmert euch um diese Typen. Ich muss Akisa nach Hause bringen, damit sie sich ausruhen kann. Ja, genau. Okay, kümmern wir uns um die zwei. Wir haben keine Chance. Oder um die drei in dem Fall. Und los geht's. Und warum läuft jetzt alles so schnell? Das sollte nicht sein, aber gut. Ist mir recht. Habe ich versehentlich eine Taste gedrückt oder sowas? Eine Speed-Taste? Ich versuche es mal zu fixen, dann sehen wir es gleich wieder. Okay, ja. Ich glaube, es ist so, dass die Räume ein bisschen schnell läuft. Kann auch sein, dass ich eine Taste gedrückt habe, die ausgewirkt hat, dass es jetzt so schnell läuft. Und ich konnte es nicht fixen. Ich habe es jetzt einfach mal neu bis dorthin, also bis zu der Stelle, wo wir jetzt sind, habe ich es jetzt neu hingespielt. Und es ist jetzt wieder so schnell. Ja. Andererseits hat es natürlich einen Vorteil, dass die Wartezeit der Computer übersprungen werden schneller. Ja. Oh, ich wollte eigentlich noch eine Y-Taste noch bestimmen. Habe ich auch vergessen zu machen. Okay, dann kümmere ich mich jetzt auch noch darum. Sorry für diese ganzen Fixungen in diesem Teil. Okay, jetzt habe ich die Y-Taste bestimmt. Wir können uns jetzt die Beschreibung detailliert durchlesen. Okay, dann drücke ich auf Ziel. Okay, wir haben ein ordentliches Blatt. Zweimal angsteinjagendes Gebrüll. Damit können wir den Gegner daran hindern, dass er in diesem Spielzug einen Angriff deklariert. Fähigkeitserbe, eine ziemlich nützliche, ja, ich sage es mal, Ausrüstungsfallenkarte. Eigentlich gibt es ja keine Ausrüstungsfallenkarten, aber die kann man ungefähr mit einer Ausrüstungszauberkarte vergleichen. Bloß, dass es halt eine Falle ist. Dann die mystische Tomate, die kennen wir aus dem letzten Part noch. Und Möbius, der Frostmonarch, ist ein Tributmonster. Wenn wir den beschwören können, oder müssen wir sogar, zwei Zauber- und Feinkarten auf dem Feld zerstören. Und dann haben wir noch den kybernetischen oder telekinetischen Schocker. Der bewirkt, dass, wenn ein Monster zerstört werden würde, ja, wir 500 Lebenspunkte zahlen können und stattdessen diese Karte zerstören lassen können. Stimmt, die hat man auch im ersten Part gehabt. Ich glaube, der Gegner hatte die dann gespielt. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Okay, es wäre vielleicht gut, wenn wir ein Monster mit einer hohen Angriffsstärke spielen würden. Daher ist der hier perfekt. Der hat 1700. Und das müsste schon für einen Kill seines Monsters reichen. Okay, maskierter Drache. Ich kann einen Drachen von seinem Deck speziell beschwören. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du ein Monster vom Typ Drache mit einer Attacke von 1500 oder weniger als Spezialbeschwörung aus deinem Deck beschwören. Genau. Das würde ich jetzt wahrscheinlich machen. Es ist sehr beliebt, dass die Computer manchmal einen zweiten maskierten Drachen aus ihrem Deck wählen. Denn der hat ja auch unter 1500 ATK und ist ein Drachenmonster, wie man hier auch erkennen kann. Das würde jetzt, glaube ich, auch machen. Oh! Er beschwört lieber einen Babydrachen, okay. Das wundert mich jetzt. Der Babydrache ist ja ziemlich schwach, der hat nur 1200 Angriffspunkte. Das Gute allerdings an dem Babydrachen ist, dass man ihn gut mit dem Zauberer der Zeit kombinieren kann. Und der dann zum tausendjährigen Drachen heranwächst. Das kennt man wahrscheinlich auch aus dem klassischen Yu-Gi-Oh! Wenn man die Serie gesehen hat,
hatte Joey damals seinen Zauber der Zeit mit seinem Babysaal kombiniert, um Rex und Mai zu schlagen, was auch gelungen ist. Oder bei einem zumindest, beim anderen ist er, soweit ich weiß, gescheitert. So was, hä? Ah ja, der hat eine Tributbeschwörung gemacht, hat seinen Babydrachen geopfert und hat Kriechdrache beschworen. Für ein Stufe 5 Monster ist dieses Monster sehr schwach. 1600 Angriffspunkte für ein 5-Sterne-Monster ist sehr wenig. Außerdem ist das Monster ein Normalmonster, was wiederum noch schlechter ist, und 1400 Verteidigung. Also ich würde diese Karte in keinem Deck empfehlen. Außer wenn man spielt. Also es gibt natürlich auch Decks, die spielen auf normale 5-Sterne-Monster so ganz früh beschwören. Da kann man es viel leicht reintun, aber hier allgemein würde ich davon abraten. So, gut. Was macht diese Karte? Ein Monster vom Typ Drache, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine ATK und Dave um 300 Punkte. Er will jetzt damit seinen Drachen verstärken. Dann hätte er eine ATK. Entschuldigung, das ist gerade so knackst, das ist gerade mein Stuhl. Dann hätte er jetzt eine ATK von 1900 und wäre damit stärker als unseren Schocker. Wenn er allerdings angreift, können wir unseren Fähigkeiten-Erbe aktivieren, unser Monster wird verstärken und sein Monster würde draufgehen. Ich glaube, ich lasse diese Ausrüstung jetzt mal durchgehen. Ich kann ja eh nichts dagegen tun, um die zu annullieren. So, jetzt wird er wahrscheinlich eine Battle Phase bestimmen. Sein Monster hat jetzt 1900 Angriffspunkte, wie ich es gesagt habe. Jetzt greift unseren telekinetischen Schocker an, wie erwartet. Und ich benutze jetzt unsere Fallenkarte. Die ist auch ziemlich praktisch, ist auch in einem Anfängerdeck ganz gut zu empfehlen. So, diese Karte erhöht jetzt unsere ATK auf 2100, allerdings nur für einen Zug. Das Geile an der Karte ist, dass wir die auch noch benutzen können, wenn diese Karte auf dem Friedhof liegt. Dann können wir noch ein weiteres Mal die ATK eines Monsters verstärken. Ziemlich praktisch. So, unser Monster ist jetzt stärker und seins wird zerstört, weil beide im Angriffsmodus liegen. Verliert er jetzt die Differenz zwischen unseren beiden Monstern. Das wären 200, deswegen hat er alle 200 Life Points verloren. Und ich muss mal mit meinem Stuhl vorrücken, sorry. Dass ich jetzt wieder so ein Lärm mache. Okay, gut, dann klicken wir mal auf Ziehe und ziehen eine weitere Karte. Monster-Reinkarnation. Die können wir benutzen, um eine Monsterkarte vom Friedhof auf die Hand zu legen, zu nehmen. Allerdings müssen wir eine Handkarte abschmeißen. Könnten wir mit Fähigkeitserbe kombinieren, also wenn wir die noch auf der Hand hätten, dann könnten wir Fähigkeitserbe auf den Friedhof legen und die dann vom Friedhof dann noch aktivieren. Aber wir haben sie jetzt halt so auch ganz gut benutzt, um seinen Drachen zu zerstören. Kriechdrache ist die Karte, glaube ich, ne? Gut. Jetzt könnten wir den spielen, allerdings hat die einen extremen Nachteil, denn wir müssen zwei Zauber- oder Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstören. Momentan hat der Gegner nur eine. Und wir müssen zwei nehmen. Das ist nicht so, dass man sich das aussuchen kann, sondern man muss tatsächlich zwei Zauber- oder Fallenkarten zerstören. Und wenn zwei Zauberkarten auf dem Feld sind, dann muss man halt zwei Zauber- und Fallenkarten zerstören. Auch wenn es die eigenen sind. Also wenn wir den jetzt spielen würden, würden wir seine zerstören, aber auch gleichzeitig unsere, weil wir zwei Zauber- und Fallenkarten zerstören müssen. Deswegen spiele ich jetzt mal nicht, sondern verstärke meine Offensive mit einer weiteren mystischen Tomate. Okay, dann greife ich ihn jetzt einmal direkt an. Ich hoffe, er hat nichts Fieses verdeckt gesetzt. Eine Falle oder sowas. Wäre jetzt ziemlich schlecht für mich. Lassen wir uns überraschen. Okay, er hat keine Falle gesetzt. Das ist gut. Und jetzt greifen wir ihn mit unserem 1700er Monster direkt an. Natürlich könnten wir auch unseren Fertigkeiten-Erbe vom Friedhof aktivieren und unsere Angriffspunkte noch weiter erhöhen, sodass er noch mehr Schaden bekommt. Aber ich finde die Karte viel praktischer, um einen Angriff zu annullieren, wenn der Gegner einen deklariert. Okay, Endphase. Irgendwie finde ich die Musik viel cooler, wenn sie schnell ist. Oder wie geht's euch so? Ich bin mir nicht so sicher. Aber mir gefällt sie. Wie es euch gefällt, kann ich nicht sagen. Das müsst ihr selber entscheiden. Okay. Okay, majestätischer Mech. Den könnten wir so beschwören. Das erlaubt seinen Effekt. Du kannst diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, ohne ein Monster als Tribut anzubieten. Falls du diese Karte auf diese Weise als Normalbeschwörung beschwörst,
wird sie während der Endphase auf den Friedhof gelegt. Diese Karte ist ganz nützlich, um sie mit einer Deckvirus-Karte zu kombinieren. Also, sie kann man mit einer Deckvirus-Karte kombinieren. Denn die Deckvirus-Karte bewirkt, dass man ein 2000er Monster opfern muss und dann kann man dem Gegner seine Monster zerstören für die nächsten drei Züge. Dafür ist diese Karte ganz gut kombinierbar. Man kann die aber auch mit aufrichtig kombinieren. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab und rede wie zu viel über Kombis. Nein, ich will den nicht ohne Angriff beschwören. Ich will ein Monster als Tribut opfern, damit diese Karte auf dem Feld bleibt. So, ich gebe jetzt meine mystische Tomate dafür auf. Notfalls können wir die wieder vom Friedhof beschwören. Ich lasse sie allerdings noch auf dem Friedhof. Denn mir sind die Handkarten, die ich jetzt dafür abschmeißen müsste, viel zu schade. So, er hat einen Scale-Engel. Er darf eine Karte ziehen. Ob es ihm was bringt, werden wir sehen. Ist ein Flip-Effekt. Das heißt, wenn die Karte aufgedreht wird, aktiviert sich der Effekt. Und jetzt greifen wir ihn mit unserem 2400er Monster direkt an. So, es sieht nicht gut aus für ihn. Er ist schon ziemlich in die Ecke getrieben. Ich setze jetzt eine weitere Falle. Auch wenn ich nicht glaube, dass er angreifen wird. Aber egal, ich setze jetzt einfach mal. Gut, ich bin gespannt auf seinen Zug. Er hat 5 Karten, damit kann man eine Menge Schaden anrichten. Weil es ist so, je mehr Karten man auf der Hand hat, desto mehr Möglichkeiten hat man. Das ist in fast jedem Kartenspiel so. Bewegende Schatten, warum hat er die in seinem Deck? Na gut, die Karte bewirkt, er kann 300 Lebenspunkte zahlen, um die Position eines seiner verdeckten Monster mit einem anderen Monster zu tauschen. Die ist im Invincible Fortis Deck ganz gut. Aber das werden wir später schon herausfinden, das Invincible Fortis. Dann werde ich euch das genauer erläutern, wenn wir auf diese Karte stoßen werden. Ja, genau. Oder die sind Flipdecks auch ganz gut, damit der Gegner nicht weiß, wo ein Monster liegt. Aber in dieser Situation ist die Karte eher useless. Er setzt eine weitere verdeckte Karte, das beunruhigt mich ein bisschen. Aber ich riskiere es trotzdem. Gut, Stufe 6. Wir haben Krebons, ein Empfängermonster der Stufe 2. Könnten wir einen Synchro der Stufe 8 rufen, nämlich den hier. Ich glaube, das mache ich sogar. Oder ich hätte den Möbius spielen können, dann hätten wir es ganz sicher beenden können. Naja, es geht aber auch so, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Okay, dann mache ich jetzt eine Synchro-Beschwörung. Synchro-Beschwörung ist ja viel cooler, ne? Wer will schon Tribut-Beschwörungen machen? Synchro-Beschwörungen sind die neue Modernisierung des Yu-Gi-Oh!-Spiels. Hinter den XYZ-Beschwörungen. Gut, das ist unser stärkstes Monster in unserem Deck. Glaube ich zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es unser stärkstes Monster im Deck ist. Die hat einen schönen Effekt, nämlich wenn wir eine Karte des Gegners zerstören, können wir unsere Lebenspunkte damit erhöhen, in Höhe der Grundattikarte des Monsters. Und wir können 1000 Lebenspunkte zahlen, um die Annullierung einer Zauber- oder Feindkarte zu zerstören, die ein Monster vom Typ C als Ziel wählt. Und unser Monster ist, glaube ich, vom Typ C, oder? Ja. Ist vom Typ C, genau. Gut, ich glaube, ich greife zunächst mit diesem Monster hier an. Da könnte ich notfalls... Ja, ich glaube, das mache ich jetzt sogar. Ich nutze den Effekt vom Fertigkeitserbe von unserem Friedhof, um unser Monster zu verstärken. Nur zum Fall, dass... Falls er ein Monster hat, das... Ja, mehr Verteidigungspunkte hat als unser Monster Angriffspunkte. Okay, Mucke, Mucke. Ja. Da muss ich nichts viel dazu sagen. Okay, und jetzt hoffe ich, dass er jetzt nichts dagegen macht und jawohl, wir haben gewonnen. Einfaches Duell. Gut, wir kriegen wieder ein paar Boni. Kein Schadenbonus. Wir haben keinen Schaden bekommen. Deswegen haben wir diesen Bonus bekommen. Kein Schadenbonus. Wir haben keine Zauberkarte gespielt. Das ist ein sehr schwieriger Bonus, den zu bekommen. 10 DP haben wir dafür bekommen und wir haben eine Tributbeschwörung durchgeführt zum ersten Mal. Hat uns 5 gegeben. Synchro-Beschwörung haben wir ja schon im letzten Duell gemacht.
Dann haben wir nur Kampfschäden verursacht, also kein Effektschaden wie im letzten Duell mit der, hier ist die Karte nochmal, mit dieser Albtraumart, genau. Und Kampfumkehrbonus. Was die Karte, was das heißt, kann ich jetzt euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, was das ist. Kampfumkehrbonus. Vielleicht, dass man. Ja, er hat uns ja vorhin mit einem Monster angegriffen, das mehr Angriffspunkte hat als unser eigenes Monster. Und wir haben ja dann Fertigkeitserbe aktiviert, um unseren Angriff zu erhöhen, um sein Monster dadurch zu zerstören. Ich glaube, das ist dieser Kampfumkehrbonus. Bin mir allerdings nicht sicher. Gut, dann hier noch erster Schadenbonus. Wir haben den ersten Schaden verursacht, First Blood. Neuer Bonus, wir haben neue Bonus, weiß nicht. Und Bonus. Wir haben 7 neue Boni bekommen, deswegen Bonus. Okay. Sonja! Sieht's aus, als hätten sie es geschafft zu entkommen. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als uns zurückzuziehen. Ja, genau. Haut ab und kommt nie wieder. Ich will euch nie wiedersehen. Mehr konnten wir heute anscheinend nicht tun. Unser Plan ist gescheitert. Gehen wir zurück. Das ist er allerdings. Wir werden wohl heute keine weiteren Befehle mehr bekommen. Wir wollen doch unsere Kräfte nicht mit unnötigen Aktionen verschwenden, oder? Ja, das sehe ich auch so. Komm schon, Janka, lass es gut sein. Es hat keinen Grund mehr für uns hier zu sein. Na gut. Hey, du bist doch der Duellant von der Arkea-Bewegung, oder? Ich bin Carly Carmine. Ich bin Carly Carmine, Journalistin. Ich möchte, dass du mir alles erzählst, was du über die Arkea-Bewegung weißt. Obwohl... Du scheinst mir nicht leicht zu knacken zu sein. Ich weiß, wenn ich dich in einem Duell besiege, musst du mir alles sagen, was ich wissen will. Oh Gott. Oh, meine Güte, der Mannschaftskampf hat ja schon begonnen. Und vor allem, was war das gerade eben für ein Geräusch? Ich muss zum Stadion, und zwar Dalli. Naja, schau mal, was da abgeht. Was geht hier vor? Wer hat gerade diesen riesigen Drachen beschworen? Wird riesig! Ich muss ein Interview bekommen! Hui! Ganz schön groß. Das ist der feuerrote Drache. Oh, ein heißes Duell zwischen Jack und Yusei. Oh, was für ein Drama, was für ein Hammer, wer hätte es geahnt? Wir haben einen neuen König, Yusei Fudo. Oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Sieht so aus, als ob es für euch beide ein Kinderspiel war, oder? Ja, das war es wohl. Ich meine, schließlich sind wir gute Freunde. Das Turnier ist ein voller Erfolg. Alles läuft nach Plan. Seiya, was soll ich tun? Bitte, sag mir, was soll ich tun? Akiza, schau mir in die Augen. Der spricht solchen Unsinn. Du solltest besser glauben, was ich dir sage. Denk jetzt nicht weiter nach. Mach dir keine Sorgen über Dinge, die dich nichts angehen. Ruh dich aus. Ja, Seiya, ich vertraue dir. Am nächsten Tag. Ich nehme an, es geht dir ziemlich besser, wie? Als du gestern hier reinwanktest und sofort eingeschlafen bist, habe ich mir ein wenig Sorgen gemacht. Wenn du schon den ersten Tag kaum überstehst, sieht die Zukunft für dich nicht rosig aus. Es freut mich sehr, dass es dir heute gut geht. Also, Janka, verstehe. Ist das richtig, dass du heute mit dem Training beginnst? Falls du Fragen hast, geh zur Trainingshalle gleich aus diesem Gebäude raus nach Westen. Ja, das werde ich auch machen. Jetzt speichern wir zunächst das Spiel. Und dann heißt es im nächsten Part trainieren. Ich frage mich, ob wir das nötig haben, nachdem wir so fulminant zwei Duelle souverän bestehen konnten.
Naja, muss halt sein, ne? Ist halt das, was das Spiel will. Und das Spiel bekommt es auch. Egal wie, mit welchen Mitteln. Das Spiel kriegt immer das, was es will. Ja, gut, dann würde ich es vorschlagen. Ich verabschiede mich jetzt fürs Erste und dann sehen wir uns in Part 3 wieder. Also, bis dann. Macht's gut, Leute. Und ciao.